Figuren wie aus dem Naturkundebuch, kombiniert mit geometrischen Symbolen. Diese Arbeiten erregen viel Aufmerksamkeit, bei Tätowierfreunden genauso wie bei Kunstliebhabern. Sie stammen von Valentin Hirsch, einem freischaffenden Künstler, dessen Radierungen und Bleistiftzeichnungen bereits in renommierten Galerien wie dem Wiener Künstlerhaus zu sehen waren. Seit 3 Jahren nutzt der 34-jährige Deutsche auch die Haut als Leinwand für seine Arbeiten. Der Anspruch ist natürlich der gleiche wie an Papier für mich. Also die Haltung ist die gleiche. Die ist schon eine stark künstlerisch geprägte. Ich habe irgendwie auch die Genauigkeit und die Feinheit für mich persönlich, das zu schaffen, wahrscheinlich mit einer Maschine in Haut, was ich auf Papier auch mache. Valentin Hirsch arbeitet bei AKA, einem Berliner Tattoo-Studio und Künstleratelier. Hier treffen sich Tätowierer aus aller Welt, Quereinsteiger, die vorher als Künstler oder Designer gearbeitet haben. Das lockt Kunden an, die großen Wert auf Motive jenseits des Mainstreams legen. Es ist genug Potenzial da, dass die Leute auch schon wissen, sie können mit was Besonderem kommen oder sie können was Besonderes erwarten. Sie können viel auch in die Hände des Tätowierers legen, der eben auch den künstlerischen Horizont hat, überhaupt einen komplexen Entwurf herzustellen. Seine Arbeiten zeichnet er zuerst auf Papier, bevor er sie auf die Haut überträgt. 100 Euro verlangt er in der Stunde. Ein Tattoo wie dieses kostet rund 300 Euro. Kunden hat er in Berlin, aber auch in London, Paris und New York. Stilistisch orientiert sich Valentin Hirsch am Pointillismus, einer Stilrichtung entstanden im späten 19. Jahrhundert, bei der unzählige Punkte das Motiv bilden. Man braucht Zeit, um da in das Motiv und überhaupt reinzukommen. Das geht aber auch einem Maler auf Leinwand so. Der fängt irgendwie an, so fahrig irgendwas so Diffuses zu tun. Und es wird dann aber immer, also je mehr man dran ist und drin ist, immer intensiver und immer stabiler. Bis man zu dem Punkt ist, wo man spürt, man hat's. Valentin Hirsch gehört zu einer neuen Generation von Tätowierern, die das Tattoo künstlerisch auf ein höheres Level heben. Eine Tendenz, die auch der gerade erschienene Bildband Forever, The New Tattoo, belegt. Die Vielfalt reicht von orientalischer Ornamentik bis zu Arbeiten im Stil der Aquarellmalerei. Auch die in Berlin lebende Französin Mira Brodsky orientiert sich an klassischen Epochen der Kunstgeschichte, etwa am Jugendstil oder am viktorianischen Zeitalter. New Traditional nennt sie den Stil ihrer Illustrationen und Tätowierungen. Ich bin extrem inspiriert von den alten Meistern. Ich mag Botticelli, ich mag Rembrandt, ich mag Rubens. Dann mixe ich das aber mit modernen Dingen. Das heißt, ich kaufe mir halt jeden Monat die Vogue. Die Vogue nutze ich dann halt aus mit Frauengesichtern. Die haben halt natürlich moderne Sachen an, aber dann ziehe ich denen halt auch was Älteres, was zur Barockepoche, was weiß ich, Jugendstil, Rokoko oder Renaissance passt, ziehe ich denen dann halt an. Vor einem halben Jahr hat die 25-Jährige ihr Studio eröffnet. Davor hat die studierte Grafikerin in der Werbung gearbeitet. Mit ihrem Stil spricht sie eine Klientel an, die früher nicht unbedingt zum Tätowieren ging. Dazu gehören Ärzte und Anwälte, aber auch Designstudenten wie Robert Kleinschmidt. Also ihre Arbeiten erinnern mich sehr an des Jungstils und die Linien sind sehr schön und auch die Dynamik der Haare gefällt mir sehr. Auch abstrakte Motive liegen im Trend. Etwa minimalistische Strichgrafiken oder Tätowierungen im Stil von Kinderzeichnungen. Gewagter Körperschmuck als Ausdruck einer neuen Experimentierfreudigkeit. Momentan ist auch ein verspielter Hype findet statt, glaube ich, dass dann gar nicht so stark drüber nachgedacht wird, dass das wirklich dafür immer bleiben soll, sondern eher, ich habe Bock drauf, gerade irgendwie was zu machen. Die meisten Kunden wollen allerdings einen eher zeitlosen Stil. Im Bereich Tätowierungen lassen sich Modesünden schließlich nicht so einfach rückgängig machen.